So, Herr Dr. Achter, wir haben jetzt vorhin von online gesprochen, dass die Abläufe gar nicht so kompliziert sind. Aber das BAV-Produkt bleibt trotzdem ein komplexes, sagen wir mal, Finanzprodukt, ja? Und kann man das ohne persönliche Beratung durchführen? Und wenn die Berater so eine Online-Kommunikationsmittel nutzen, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche konnten Sie beobachten? Welche Kommunikationsmittel haben Sie genommen oder genutzt? Also ich komme auf eine meiner vorhergehenden Antworten zurück. Ich glaube, das Erste ist mal, dass die Versorgung sauber strukturiert ist und so gemacht ist, dass der Arbeitnehmer glücklich ist, dass sowas jetzt ihm angeboten wird. Ja, aber und kann das online machen? Ja, natürlich kann er das online machen und ich gehe mal davon aus, irgendwie bei jedem von uns kann er das auch online sozusagen zumindest mal durchspielen. Ja. Ob er es schon online abschließen kann, irgendwie ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, wichtig ist die Auseinandersetzung mit dieser BAV im Unternehmen. Und häufig, das ist unsere Erfahrung, bedarf es schon noch des Vermittlers, der dann nochmal Zweifelsfragen auch klärt und insbesondere da auch nochmal gut zuredet, dass das wirklich auch eine gute Sache ist. Es gibt immer Fragen zu diesen Themen und es gibt natürlich grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass man voll elektronisch abschließt. Mein Eindruck ist, Stand heute sehen wir da noch nicht ganz so viele Abschlüsse. Sehe ich auch so, gerade klassischer Mittelstand, je kleiner das Unternehmen, ich glaube, umso wichtiger ist dann die Vor-Ort-Beratung tatsächlich. Und die Frage ist auch, rentiert sich dann auch so ein Beratungsportal einzuführen? Die werden ja individualisiert dann auch tatsächlich. Haben wir ja schon sehr viele am Markt für die Arbeitnehmerberatung. Für eine Erstinformation sicherlich sehr gut. Da gibt es Erklärfilme, da kann der CEO des Unternehmens, da reden wir wieder von größeren, das Ganze nochmal vorstellen, ein paar Takte dazu sagen. Der Mitarbeiter kann ein paar Berechnungen machen. Was kommt für mich hinten raus? Wie sieht der Brutto-Netto-Effekt, diese Zusatzrendite, die der Dr. Achter schon genannt hatte, wie sieht die dann tatsächlich aus? Wichtig ist, dass das dann verquickt ist damit, dass der Arbeitnehmer dann nochmal seinen Berater anfragen kann, ob er einen Online-Termin vereinbart oder sonstiges. Online-Abschlüsse sehe ich auch analog. Das ist noch im niedrigen Prozentbereich sicherlich, dass der Mitarbeiter dann seinen Einkaufswagen, wie man das aus dem Internet so kennt, dann draufklickt und seine Direktversicherung in den Einkaufswagen schiebt. Das ist eher weniger der Fall. Er muss schon noch so ein bisschen geführt werden. Also das ist so die praktische Erfahrung. Wird sicherlich mal zunehmen, aber es ist halt immer noch ein imaginäres Produkt, die BAV, die ich nicht anfassen kann und nicht richtig sehen kann, also noch erklärungsbedürftig. Wir glauben, ohne den Vermittler geht es gar nicht. Zuerst wollen wir es mal differenzieren. Die Arbeitgeberberatung, rein online oder ohne Vermittlerkontakt, halten wir für absolut unmöglich. Die Arbeitnehmerberatung, also wenn schon eine Versorgung eingerichtet ist und die Hälfte oder zwei Drittel der Belegschaft schon was gemacht haben, informiert sind, wenn dann ein neuer Mitarbeiter dazukommt, dann kann ich den vielleicht über ein Online-Tool, also über ein Go-To-Meeting, wo ich ihn ja tatsächlich dann einen Berater, ihn auch berät, dann schon abberaten und dann auch abschließen. Aber dass er sich selber, der Mitarbeiter wie oder auch der Arbeitgeber, also wenn wir es dann wieder zusammenfassen, selber über eine Informationsstrecke, ohne dass ein Mensch eingreift, führt und dann eine Versorgung abschließt, das halten wir für absolut ausgeschlossen. Ich kenne sowieso gar keinen Lebensversicherungsabschluss, wo das vollautomatisiert, also in Sparverträgen, passiert. Weil was ja oft vergessen wird, ist, dass auch die Vergleichsportale oder die Direktversicherer, die seit 20 Jahren einen gleichen Marktanteil haben, auch immer Menschen am Telefon sitzen haben. Unsere Erfahrung ist, dort, wo Berater beraten, vom Arbeitgeber, um das Versorgungswerk vernünftig aufzusetzen, bis hin zu der Arbeitnehmerberatung, sind die Durchdringungsraten deutlich höher und die Verträge deutlich stabiler in der Bezahlung. Mhm. Und wir müssen unterscheiden zwischen Online-Beantragung und Online-Beratung. Ich kann in vielen Unternehmen nicht online beraten, weil es einfach das nicht hergibt, die Technik in dem Unternehmen das nicht hergibt. Es gibt teilweise Unternehmen, in denen darf ich nicht mal mich online irgendwo aufschalten. Also muss ich noch mit Zettel und Papier das, was mal normal gewesen ist, auch heute noch durchführen. Und deswegen ist unsere Auffassung, und das fordern wir auch teilweise mit ein, es muss eine vernünftige Beratung stattfinden. Und die Beantragung denn hinterher des Ganzen, ob über eine Liste, über ein eigenes Portal oder die zusätzliche Möglichkeit, das ist dann praktisch noch das schmückende Beiwerk. Da haben wir alles, da haben wir
Sachen, die der Arbeitgeber selbstständig, eigenständig für seine Arbeitnehmer gemacht hat, und wir legen nur noch halt Berechnungstabellen hinter, oder wir machen die ganze Seite für ihn, sie liegt dann halt bei uns auf dem Server und Arbeitnehmer können sich dann dort informieren. Aber wichtig ist immer, es muss einer im Hintergrund stehen. Da würde ich gerne einhaken, weil das finde ich einen ganz guten Hinweis. Es gibt Tutorials, vielleicht auch noch Erklärfilme und sonst was, aber irgendwann will ich jemanden fragen. Das ist das Wesentliche und was wir nicht vergessen dürfen, am Anfang muss ich ja den Arbeitgeber ins Boot nehmen. Es gibt sicherlich Branchen, heutzutage auch, wo vielleicht eine gewisse Online-Affinität da ist und wo ich vielleicht mit einer Online-Beratung, wo aber auch ein Mensch dahinter sitzt, auch weiterkomme und ich muss nicht bei ihm im Büro sitzen. Das ist sicherlich dem Vermittler überlassen, aber Vermittler nutzen ja auch Tools, die rechnen ja auch nicht die Steuer- und Sozialversicherungsersparnis per Hand und die nutzen ja auch Tools, aber sie erklären den Arbeitgebern und dann den folgenden Arbeitnehmern, was dabei rumkommt. Und das kann man nicht wie eine Zahnzusatzversicherung in den Warenkorb packen und abschließen. Das geht nicht. Abschluss einer Versorgung, einer Altersversorgung ist ja kein Erlebniskauf. Also wenn ich bei Amazon etwas kaufe, dann habe ich ein Erlebnis und ich kriege was zugeschickt und das freue ich mich. Hier ist ein Notwendigkeitskauf. Das heißt, es muss derjenige überhaupt erstmal erkennen, ich brauche das, damit er das, was er braucht, in dem Warenkorb packt. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema BAV unter einem neuen Licht.